Hallo, mein Name ist Patrick Langmanner und ich bin Fotograf und Geschäftsführer von der Meta Digital Agentur hier im wunderschönen Andreeviertel mitten in Salzburg. Wir kümmern uns um Unternehmen, die effiziente Markenkommunikation suchen. Wir beraten sie da und machen sowohl Kampagnenentwicklung als auch Contentproduktion, das heißt Foto- und Videoproduktion. Der Datentransfer in Zeiten von 8K-Video ist für uns wirklich tatsächlich das Um und Auf. Wir haben sehr hochauflösende Foto- und Videokameras und da kommen schon mal extreme Daten zusammen. Da geht es nicht nur darum, um die fertigen Daten, sondern auch teilweise, dass wir Rohdaten zwischen unseren Partnern hin und her schicken. Und die Datenmengen, die da rein und raus gehen, sind wirklich massiv. Und da ist einfach stabiles und starkes Internet wirklich das Um und Auf für uns. Ich könnte mir eigentlich erleben, ohne den nicht mehr vorstellen. Wenn es ums Internet zu Hause geht, sind wir weg vom klassischen TV-Schauen, sondern wir streamen eigentlich alles. Nicht nur, was die bekannten Plattformen für Streaming anbelangt, auch österreichische Formate. Und wer einmal darauf gewartet hat, dass eine Seite ein Video lädt, weiß, wie unglaublich mühsam das ist und dass wir da keine Querelen zu Hause bekommen, sind wir eigentlich sehr froh, dass wir so starkes Internet haben. Zum Thema soziale Medien. Das ist nicht nur für mein Unternehmen wichtig, sondern für mich auch als Fotograf sehr wichtig. Rein aus dem Grund, ich tausche mich sehr gern mit der Community aus und ich lade Fotos und Videos in teilweise hohen Datenformaten rauf. Und je schneller die Internetverbindung zum Instagram-Server ist, desto besser werden die Videos und die Fotos auch an die Community ausgestrahlt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, das ist aber tatsächlich so. Und das heißt, da bin ich auf einfach eine stabile und starke Internetverbindung nicht nur angewiesen, sondern ich freue mich einfach auch, wenn ich dann Kommentare bekomme von Followern von mir und sage, hey, wie schaffst du das, dass du Videos in so guter Qualität hochladen kannst? Und wer einmal starkes und stabiles Internet benutzt hat, möchte nie wieder irgendwas anderes haben. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich da entweder beraten zu lassen oder tatsächlich mal zu versuchen, wie das ist, wenn man schnelles Internet daheim oder in der Arbeit hat, was einem das an Möglichkeiten aufzeigt und bringt und Agilität schafft und Sorgenfreiheit schafft. Also unbedingt ausprobieren und selbst davon überzeugen lassen. Ich gehe nicht mehr zurück.